Servus Leute, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Wir haben mal überlegt, wir werden heute ein paar Querfeld-N-Rennen fahren mit unseren Dodge Bauerwägern. Dann steigen wir mal ein. Und mal sehen, was es sonst so zum Entdecken gibt. Immerhin haben wir ja Winter. Und so wie in Wirklichkeit ist ja jetzt auch Winter. Ist ja mal cool, um in Winterstimmung zu kommen. Ja Leute, da kommt man direkt in Weihnachtsstimmung. Wo haben wir denn unser erstes Querfeld-Einrennen? Gleich hier herum in Edinburgh. Dann mal auf nach Edinburgh. Unseren Dodge Ram Bauerwägern. In 200 Wie sieht der Metern eigentlich von rechts innen aus? abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Aber man sollte wohl auch auf der Straße schon beim Fahren. In 200 Metern links abbiegen. Was geht, Horizon? Heute gibt es ein paar große. Ich finde, da geht fast besser wieder Mazda RX-8, den wir in der vorigen Folge gefahren sind. Es gibt einen Sieger, den niemand kennt. Was bedeutet, dass wir einen neuen Champion der Straßenszene haben? Diese Straßenszene geheim zu halten ist manchmal echt. Wir sind der neue Champion. Das sind wir, der Straßenszene. Hat dosiert Querfeld ein. Das ist hier unser nächstes Rennen. Sieht richtig schön aus, unser Auto. Oder was meint ihr? Natürlich Rennen starten. Sollen wir denn sonst wollen? Ich denke, ein bisschen mehr Leistung könnte er nur vertragen. Aber ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge zum beim Festival vorbeikommen. Also wenn wir beim Festival vorbeikommen, werden wir immer ein bisschen tunen. Alter, geht das hier steil bergauf? Komm, lass mich vorbei. Es geht bergab. Umso besser. Sind wir wenigstens schneller. Dritter sind wir nicht zweiter? Nee, dritter sind wir. Aber jetzt sind wir Zweiter. Oder Erster? Erster, ja. Links oder rechts? Ich fahre mal links. Ja, schöne Winterlandschaft genießen hier. Sieht ja wunderschön aus. Ich finde es irgendwie schade, dass bei uns draußen kein Schnee liegt. Ich weiß nicht, aber bei diesem Wetter hier kann man einfach nicht in Winterstimmung kommen.
Wie sieht es denn bei euch so aus mit dem Wetter? Ich hoffe, etwas besser als bei uns hier. Ab und zu. Ein paar Mal hat es geregnet, auf dem Schnee fällt jede Spur hier bei uns. Aber zum Glück haben wir ja in Forza so richtiges Winterwetter. Ja Leute, sieht so aus, als ob wir das Rennen hier leicht gewinnen. Ich glaube, wir sollten erstmal den Triebwetter Schwierigkeit ändern. Über 90% schon. Und gleich sind wir im Ziel. Natürlich als Erster. Was war's denn sonst? Einfluss. Gelbe Gummistiefel haben wir freigeschaltet. So, das Feld ist jetzt noch kleiner. Du trittst nur gegen Vollblut-Querfeld-Einfahrer an. Die Art von Fahrern, die ihre eigenen Werkzeuge und einen Schlafsack dabei haben. Willkommen in Runde 5 der Querfeld-Ein-Rennserie. Ja, ist ja gut. Suchen wir uns hier mal den Sternenfund. Dann machen wir eine Schnellreise zum Festival und werden unseren Dodge einmal tunen, würde ich mal sagen. Ja, wo haben wir ihn denn? Hier wird er wohl nicht allzu schwer zu finden sein, denke ich mal. Überall haben wir weite Sicht. Also übersehen können wir ihn hier, glaube ich, mal nicht. Da vorne kann das sein. Ne. Außerhalb des Gebietes. Da kann er wohl nicht sein. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, ist ja gut. Welches Ziel? Vielleicht da in den Wald. Obwohl so nah an der Straße, glaube ich, auch nicht. Nö, hier ist er nicht. Hier ist ein Haus. Das ist auch schon außerhalb des Gebiets, oder? Vielleicht doch hier? Nee. Verschalten. Nicht gut, Rückwärtsgang. Brauchen wir nicht. Ja, Scheune, wo bist du? Die anderen in der vorigen Folge, die haben wir so leicht gefunden.
Und die hier will sich anscheinend nicht finden lassen. Aber wir werden sie schon finden. Aufpassen, mein Freund. Wir haben das größere Auto. Hier unten glaube ich nicht. Hier am Hügel auch nicht. Vielleicht ganz oben. Komm schon, Schweine, jetzt lass dich finden. Runde 5 der Querfeld 1-Serie ist am Start Horizon. An alle Fahrer, die es geschafft haben, macht euch bereit. Oh yeah, meine Stimme sieht viel und erhielt besser. Oh Mensch. Ich finde die verdammte Scheune nicht. Vielleicht hier irgendwo neben der Autobahnausfahrt. Ne. Die anderen Scheune war nicht so ein Problem. Aber diese hier, die muss ich verstärken. Fahren wir halt mal hier hin. Entweder ich sehe sie nicht oder keine Ahnung. Kann ja wohl wirklich nicht so schwer sein, eine Scheune zu finden. Hier steht etwas, aber ich glaube, das wird sie nicht sein, oder? Nö, das war sie nicht. Obwohl, ist ja eigentlich auch eine Scheune. Ah, ich sehe sie, da oben ist sie. Wir haben sie gefunden. Nach langer Suche. Und genau hier ist sie. Würde ich nicht suchen. Genau so ist das. Du suchst nicht. Hast keine Geduld dafür. Das ist ein MG. Ein MG BGT, um genau zu sein. Ein toller kleiner Sportwagen, der hier in Großbritannien gebaut wurde. Was auch immer sie mit dem Motor machen wollten, hat anscheinend nicht so ganz geklappt. Ja, cool. Ich baue mal alle Teile wieder ein und rufe dich an, wenn er fertig ist. Dann haben wir den nächsten Scheunenfund auch schon gefunden. So, zum Festival wollten wir. Hier. Ne, machen wir eine Schnellreise. Schnell unser Auto tunen und weiter zum nächsten Querfeld einrennen. So, betreten. Upgrades und Tuning. Neues Tuning. Nee,
Individuelles Upgrade. Okay. Einfach mal alles auf die erste oder zweite Stufe. Das dürfte dann schon reichen. Hoffe ich mal. Wir wollen ja auch nicht wieder zu viel Leistung haben, würde ich mal sagen. So, Bremsen. Obwohl Bremsen sind eigentlich eh nicht so wichtig. Offroad, Federn und Dämpfer, ja. Stabilisatoren. Gewicht können wir auch ein bisschen senken. Wollen wir das? Ja, nehmen wir mal mit. Getriebe, Renngetriebe, keine Ahnung warum, aber nehmen wir mal. Reifen, Winterreifenmischung. Na, okay. Warte mal. Was gibt es denn hier? Soll er es nehmen oder nicht? Ja, nehmen wir halt mal. Hier. Nee, das gefällt mir nicht so. So muss das passen. 50.000 wird ausgegeben. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Blödsinn gemacht. Wäre nämlich nicht cool, wenn sie jetzt unser Auto nicht mehr fahren lassen würde. So, nächstes Querfeld einrennen. Wohin geht's hier? Ja, fahren wir mal hier hin. Links abbiegen. Route wird neu berechnet. In 100 Metern links abbiegen. Warum könnt ihr nicht aufpassen? Sorry, falsche Straßenseite. Naja, wo ist jetzt richtig? Wir kommen auf beiden Seiten entgegen. Links ist hier auf der Seite. Hier nehmen wir mal eine kleine Abkürzung. Querfeld ein. So, genauso wie die Rennen, die wir fahren, fahren wir hier auch einfach Querfeld ein. Ja, und gleich sind wir da. 300 Meter noch. Ist ja schnell gegangen. Du hast dein Ziel erreicht. Ample Set Querfeld N-Job. Okay, machen wir mal. Ja, natürlich wollen wir unseren Dodge haben. Schickes Auto. Ein bisschen groß, aber schick. Rennen starten. Ah ja, fahrt mir nur alle davon, gleich mein Start. Aber ich hole
alles schon noch hin. Keine Angst. Es geht da darum, wer als erstes ins Ziel kommt, nicht wer am besten beim Start wegfährt. Die Hälfte von Rennen ist um und wir sind immer noch auf dem 8. Platz. 7., 6., 5. Ja, jetzt geht es ja. Also ich mag Querfeldeinrennen. Wie geht's euch damit? Finde ich irgendwie ganz schick. Einfach so durch die Landschaft zu fahren und alles umzunieten. Einfach klasse. Ja, und wir sind auf dem 1. Platz. Ich hab's gewusst. Ich wusste es, dass das passieren wird. Haben wir schon richtig auf heute gefreut, auf Wasser. Endlich Winter. Ganz cool. Hier über den See. Wie schön. Und wir sind im Ziel. Und haben den 1. Platz erreicht. Stufenaufstieg, Willspin. Was bekommen wir dann? Hoffentlich ein Auto oder Geld. 120.000, das passt. Haben wir vorher auch einiges an Geld ausgegeben. Ich glaube, da vorne ist der Winterscheinenfund, oder? Ja, dann sehen wir mal, was der Winter uns noch so bringt. Das machen wir heute noch, den Scheinenfund. Dann war es das auch wieder für heute. Aber allzu schwer kann er hier mitten auf dem See nicht zu finden sein. Oder Leute? Ihr habt ihn bestimmt alle schon. Sieg mit Turbolader. Hier ist Horizon Base Arena. Ich dachte es mir, dass er hier auf der Insel ist. Gefunden? Okay, ich nehme die Abkürzung über den zugefrorenen See. Wenn ich in 10 Minuten nicht da bin, schick die Taucher. Ja, die Abkürzung haben wir auch genommen. Ein Windschwurber. Sieh dir das an. Der Schnee muss das Dach zum Einsturz gebracht haben. Puh, zum Glück ist das ein Range Rover. Die Dinger sind unverwüstlich. Wenn wir den vor dem Ende des Winters wieder klar machen, können wir damit eine Menge Spaß haben. Jetzt muss ich ihn nur irgendwie zum Fuhrpark bringen. Ich mag Herausforderungen. Ja Leute, danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.